Fiona Fiedler von den Neos ist Gesundheitssprecherin. Eine echte Österreicherin, geboren in Kärnten, zur Schule gegangen in Salzburg und jetzt wohnhaft in Graz. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Minister, werte Damen und Herren, liebe Zuseherinnen und Zuseher, liebe gehörlose Menschen. Ich muss sagen, es ist wirklich traurig, dass die Grünen die Aktuelle Stunde zum Thema Klima machen in Wahlkampfzeiten, wundert mich gar nicht. Aber dass jetzt unsere Leugnerpartei auch noch die hohen Temperaturen wegleugnet, finde ich schon sehr herausfordernd. Ich verstehe es aber auch, weil in ihrer Festung Österreich ist es ja schön kühl. Der Aktionsplan Hitzeschutz wurde vorgestellt und wie so oft in den nationalen Aktionsplänen in Österreich fehlen einfach viele Maßnahmen und viele Zuständigkeiten. Das Einzige, was da positiv dran ist, es soll ein Hitzemonitoring geben und die Zuständigkeiten von Bund und Ländern werden besser ineinandergreifen. Das war es aber auch schon. Die Warnung vor den Auswirkungen, aber es gibt keine Maßnahmen. Es wird überwacht und informiert, aber es gibt keine konkreten Handlungsempfehlungen. Und alles, was wir eigentlich bräuchten, wären stinknormale Notwendigkeiten zum Thema Prävention und Gesundheitsbewusstsein. Sehr viele ältere Menschen leiden unter dieser Hitzewelle, die definitiv da ist. Vor allem auch ältere Frauen. Und wenn wir auch darauf achten, wie spät Kreislauferkrankungen bei Frauen überhaupt diagnostiziert werden, müssten wir wieder einmal auf das Präventionsthema schauen und hier massiv verbessern und massiv investieren. Wir müssen das Gesundheitsbewusstsein stärken, dass Bewegung hilft, dass Wassertrinken hilft. Wir brauchen eine strukturierte Versorgung von chronischen Krankheiten, die das wiederum lösen könnte. Und wir müssen einfach einen größeren Beitrag dafür leisten, den individuellen Gesundheitszustand einer jeden Bürgerin und eines jeden Bürgers zu verbessern und die Bevölkerung so hitzeresistenter machen. Die andere Ebene, die auch nicht vorkommt, ist aber die Infrastruktur im Gesundheitssystem. Und wir haben unfassbar viel investiert in diese Gesundheitsreform an Geld. Da ist wahnsinnig viel Geld drinnen. Aber es wird nicht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gedacht, die in der Pandemie auch mit Masken herumgelaufen sind in heißen Krankenhäusern, die einfach Patientinnen und Patienten heben müssen, einfach irrsinnig unter der Hitze leiden. Hier gibt es keine Maßnahmen dafür. Es gibt 3 Seiten zum Thema Hitzeschutz in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen. Und da stehen nur Eskalationsstufen drinnen und die Fortführung der Maßnahmen der Stufen 1 und 2 und 3. Und ganz spannend finde ich ja die Stufe Umstellung von Terminplänen auf kühlere Tageszeiten. Ach so, und wie geht es mit den Mitarbeitern? Die kommen dann alle in der Nacht, weil da ist es vielleicht kühler. Sehr, sehr spannend. Und was auch fehlt, es wird von 100 Millionen jährlich und von 350 Millionen dazu und bla gesprochen. Aber tatsächlich in eine Verbindlichkeit zu kommen mit den Bundesländern, und ich weiß, dass diese Thematik uns in vielen Bereichen beschäftigt, das fehlt. Und das fehlt hier nachhaltig. Und diese sogenannte Gesundheitsreform, ich kann es bald schon nicht mehr hören, hat aber kein Augenmerk darauf gelegt, dass man vielleicht die Strukturen in den Krankenhäusern ändern sollte, dass man vielleicht akzeptable Arbeits- und Aufenthaltsbedingungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schafft, auch für die Patienten, die sich dann in Krankenhäusern und Pflegeheimen aufhalten. Wir brauchen hier Sanierungen und Renovierungen, dafür gibt es aber natürlich kein Geld, weil wir sind mit dem Leistungserhalt beschäftigt. Insofern, ein Hitzeschutzplan macht definitiv Sinn, wenn Maßnahmen drinnen enthalten wären. Dieser NAP tut das nicht und da braucht es definitiv mehr und das dringend. Danke. Zu Wort ist niemand mehr.
gemeldete Debatte ist damit geschlossen. Hinsichtlich der eingelangten Verhandlungsgegenstände und deren Zuweisung verweise ich gemäß § 23 Absatz 4 der Geschäftsordnung auf die im Sitzungssaal verteilten Mitteilungen. Der Club der NEOS hat gemäß § 74a Absatz 2 der Geschäftsordnung vor Eingang in die Tagesordnung das Verlangen gestellt, den zum gleichen Zeitpunkt eingebrachten selbstständigen Antrag 4135 der Abgeordneten Meinl-Reisinger, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Schluss mit dem Betonieren, beste Bildung für unsere Kinder, dringlich zu behandeln. Gemäß der Geschäftsordnung wird der dringliche Antrag um 15 Uhr behandelt.